Ein Anruf Berner Hotline. Hallo und willkommen bei unserer Hotline. Hallo, ich habe hier ein neues Programm. Das würde ich gern auf meinem persönlichen System installieren. Es heißt Liebe. Was soll ich denn da als erstes machen? Auf Ihrer Festplatte gibt es eine Partition, die heißt Herz. Haben Sie die? Ach so, das ist der Trick. Ich hab's immer auf der Hauptpartition Kopf versucht. Na gut, ich probier das mal. Mist, Herz ist aber ziemlich voll. Machen Sie mal den Task Manager auf und gucken unter Prozesse. Was läuft denn da so? Oh je, alte Verletzungen-App, Groll, Geiz, Ablehnung und lauter so Zeugs. Vor allem die Hass-App. Boah, das kreist sich fast den ganzen Speicher. Kein Problem. Liebe wird vieles davon automatisch aus Ihrem Betriebssystem rauslöschen. Manches bleibt zwar im Hintergrund aktiv, wird aber keine anderen Programme mehr stören. Die Apps Alte Verletzungen und Geiz müssen Sie aber vor der Installation selber vollständig löschen. Nein, das ist ein ganz wichtiges, gutes, altes Stück. Das hat mich Jahrzehnte gekostet, all die Komponenten dafür zu sammeln. Muss das wirklich raus? Ja, das ist unumgänglich. Gehen Sie ins Startmenü und suchen Sie Zubehörverzeihung. Das lassen Sie so oft laufen, bis die Guides-App und die alten Verletzungen vollständig raus sind. Na gut, wenn's sein muss. Liebe ist mir einfach sehr empfohlen worden. Das Ding will ich unbedingt hier laufen haben. So, geschafft. Hey, da steht jetzt Error. Programm läuft nicht auf internen Komponenten. Was soll denn das? Nichts Schlimmes. Ist ein altbekanntes Problem. Es bedeutet, dass Liebe für externe Herzen konfiguriert ist. Aber auf Ihrem eigenen ist es noch nicht gelaufen. Das ist eine von diesen ganz komplizierten Sachen. Ich sag's mal so. Sie müssen zunächst Ihr eigenes Gerät lieben, bevor es andere lieben kann. Hä? Können Sie den Ordner Selbstakzeptanz finden? Ja, habe ich. Wunderbar. Klicken Sie auf die folgenden Dateien und kopieren Sie die in den Ordner Mein Herz. Und zwar Selbstvergebung, Selbstschätzung und Güte. Außerdem bitte die Datei Selbstbeurteilung aus allen Ordnern löschen und dann den Papierkorb leeren. Sonst kommen die immer wieder zurück. Liebe installiert sich jetzt ganz von selbst. Ist das gut so? Ja, so gehört das. Nun sollte eine Nachricht auftauchen, dass sich Liebe immer wieder neu lädt, solange Ihre Herzfestplatte läuft. Sehen Sie diese Nachricht? Sehe ich. Ist die Installation nun abgeschlossen? Ja, aber denken Sie daran, dass Sie bis jetzt nur die Basisversion installiert haben. Sie sollten sich nun mit anderen Herzen vernetzen, damit Sie an die Upgrades rankommen. Okay, klasse. Mein Herz lädt gerade eine wunderschöne Melodie. Auf meinem Bildschirm läuft die App Lächeln. Wärme, Friede, Zufriedenheit und lauter so Sachen breiten sich gerade im Speicher aus. Fühlt sich gut an. Fein. Damit ist Liebe installiert und läuft. Von diesem Punkt an sollten Sie gut alleine weiterkommen. Jetzt brauchen Sie sicher meine Kontonummer wegen der Abbuchung. Nein, Liebe ist Freeware. Geben Sie das Programm bitte an jeden weiter, den Sie treffen, mit allen Komponenten.
Die Leute werden es dann ihrerseits weiterverbreiten. Und ich wette, dass sie dann von denen eine Menge ganz feiner neuer Apps zurückbekommen. Gebongt, will ich gern machen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.